Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stellaris, Star Trek New Horizons Mod und neue Horizonte, die tun sich auch hier auf. Ja, wir sind dabei, neue Schiffswerften zu bauen. Wir wollen hier ein bisschen upgraden das Ganze. Hier wird unsere Initiating Communications. Neue Basis. Sekunde. Eine unbekannte Sonde. Verstanden. Nicht schon wieder. Ständig irgendwelche Sonden. Das ist ja auch langsam nicht mehr lustig, ne? Technology discovered. Flaggschiffkonstruktion. Die Constellation-Klasse. Anti-Schwerkrafttechnik. Geiler Scheiß. Verbesserte Kreuzer. Gucken wir uns mal an, was wir jetzt Neues an Schiffen haben. Ich bin gespannt. Einmal von oben nach unten. Das hier ist halt alles sehr Standard. Hier Standard, da Standard, Saladin. Die Curry? Die Curry finde ich voll hässlich. Die mag ich gar nicht. Die ist ein schöner, leichter Kreuzer. Ja, klar. Aber da endet es auch. Die Miranda, die Reliant, die Constellation. Die ist noch ganz cool. Da hört es aber eigentlich auch schon auf. Die Ambassador. Die Vorgänger der Enterprise D. Erkundungskreuzer. Bin ich sogar fast dafür. So, Angriffsphaser und Pulsphasenkanonen. Und vier Typ 10 Photon-Torpedos. Hier setzen wir noch Station, bessere EBS-Verteiler rein. Und hier hätte ich gern mehr Unterlichtgeschwindigkeit drin. Was haben wir hier noch? Das belassen wir erstmal so. Und wir könnten ein neues Flaggschiff bauen. Das tut es mir aber ehrlich gesagt nicht so an. Nimrod, die wäre auch ganz schnieke, aber ist jetzt nicht so mein Fall. So, was haben wir hier noch auf Deneb? Was kann man da noch Schönes bauen? Warp-Inhibitor. Bessere planetare Verteidigung. Minus-Körper. Hier möchte ich gerne einmal upgraden. Genauso wie hier. Und hier. Wollen wir mal loslegen, ne? Schiffswerft. Jetzt könnten wir noch Reliant, Reliant, Reliant. Miranda, Miranda. Ah, die Suliban. Aber halt auch nur ein Forschungsschiff. Ich bin gespannt. Wo das hinführt. Ich habe hier nochmal zwei Constitution-Class-Schiffe. So, die Flotte ist jetzt 48 stark.
immer noch die Suliban. Das ist okay. Wer sind die hier? Das Devor Imperium. Okay. Was sagen die Klingonen über uns? Die sind noch freundlich gesonnen. Aber sie befinden sich im Krieg. Mit einer der Spezies, die uns noch von den Borg trennen. Schlimm. Was haben wir hier? 43.000, 60.000. Die bereiten was vor. Das gefällt mir gar nicht. Wir müssen bereit sein, im richtigen Moment zuzuschlagen. Wo ist meine Flotte? Hier. Ich meine, wir rüsten jetzt hier schon auf, ne? Also keines ihrer Schiffe oder ihrer Flotten kommt an unsere Basis ran. Das ist schon mal so die halbe Miete. Es gibt jetzt gleich noch einen zentralen Schildgenerator mit reingeballert. Und das ist schon mal ein bisschen was. Mein Problem ist tatsächlich, dass mir das hier nicht schnell genug geht. Wir haben gleich nochmal eine Constitution Class. Das mag ich schon mal sehr. Wir haben aber auch noch Wolf 359 an der Backe. Da könnte auch noch mal was passieren. Hier diese Riesensonde, die schwirrt da auch noch mal kurz durch. Warum nicht? Log updated. Wir müssen eine friedliche Lösung anstreben. Welche Möglichkeiten haben wir? Das wüsste ich auch gerne. Ich brauche ein Forschungsschiff. Habe ich hier irgendwo ein Forschungsschiff? Nie habe ich ein Forschungsschiff, wenn ich eins brauche. Warum habe ich eigentlich 10.000 Forschungsschiffe? Möchte sich mal irgendjemand meiner Forscher darauf forschen? Wäre das nicht mal lustig, wenn die anfangen zu forschen? Wenn meine Forschungsschiffe anfangen zu forschen, dann wird's wild. Warp 9, Mr. Crusher. Unbekannte Sonde. Wir müssen eine friedliche Lösung finden. Weil ich nicht weiß, ob unsere Waffen da überhaupt eine Wirkung drauf haben. So, weiter geht's. Schiff ist unterwegs. Technology discovered. Geht doch. Was können wir noch machen? Hier, Kommerz. Gesponsert von der Commerzbank. Für Gem brauchen wir mehr Arbeit. Wohl. Ich habe gesprochen. Bauen. Hier brauchen wir mehr Wohnungen. Das ist gut. Das upgraden wir mal. Das und das. Ich bin immer noch dabei, eine friedliche Lösung zu finden, verdammte Hacker. Okay, jetzt haben wir auch noch Flüchtlinge an der Backe. Natürlich. Sollte es auch anders sein. Forschungsschiff ist immer noch unterwegs. Zack und zack. Die Flotten hier werden erstmal zusammengezogen. Jetzt haben wir eine 60.000er. Die wird... Hier oben habe ich noch eine Flotte. Die wird erstmal nach hier beordert.
hier gucken wir uns immer noch eine recht friedliche Koexistenz. Construction complete. Ja, zustimmen. Hier hätte ich gern eine Miranda-Class, zwei Miranda-Class. Die werden nochmal mit nach hier oben beordert. Dann habe ich nämlich hier nochmal eine Flotte, hier und hier oben. Die können uns erstmal ein bisschen Zeit verschaffen, falls die Romulaner auf blödsinnige Ideen kommen. Und hier unten habe ich dann immerhin nochmal drei Flotten zu meiner Verfügung. Hier die 11.000er, die kann nochmal nach Bajor. Am besten gleich nach da oben. So, die fängt hier an, das Spezialprojekt zu erforschen. Die suchen nach Wahlen. Technology discovered. Verstärkte Hülle. Unbedingt. Neue Forschung. Ich möchte eine erhöhte Flottenkapazität. Warum denn nicht? Special Project complete. Das hier nochmal an. Ja, Energie, komm, Attacke. San Francisco. Solange sie noch im Gehege sind. So. Haben wir. Wer die Filme kennt, weiß genau, was ich gerade gemacht habe. Die wollten Wale finden. Wir haben ihnen Wale gegeben. Tradition, okay. Dispatch a ship. Long updated. Ja, machen wir gleich fertig. Gib mir mal bitte eine Sekunde zum tief durchatmen. Mein Gott. Oh, sind die schlimm. Bewohnbarkeit, Kursdehn. Einigkeit, Sternbasen, Zufriedenheit, Staatsbürger, Sensorreichweite. Zufriedenheit, Vertrauensobergrenze. Ich würde jetzt einfach mal die Holographie annehmen. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wer seid ihr? Klingonen, immer noch. Das gefällt mir ja gerade gar nicht. So, wir haben hier 20, 20 und 20, also 60.000. Das heißt, wir könnten es gerade so mit einer ihrer stärksten Flotten aufnehmen. Und das Beste ist, das sind ja noch nicht mal die letzten. Jetzt führen die hier hinten gegen die Kessok-Krieg. Ich habe das Gefühl, dass mir das Dominion und die Borg und die Cardassianer noch ein Problem werden. Und das bevor ich so weit Technology bin. Discovered. Oh, guck mal, Technology. Und die ist discovered. Was ist hier das geringste Übel? Zitazian, okay. Okay. Was auch immer das ist. Survey complete. Ich bin dezent verwirrt. Gucken wir uns erstmal an, wo diese Station ist, die Probleme hat. Hier hinten irgendwo. Hier habe ich doch bestimmt irgendwo ein Forschungsschiff.
Spezialprojekt erforschen. Gott sei Dank haben wir eine Flotte da. Mann, Mann, Mann. Sind wir wie immer gut vorbereitet. Ach ja. Special Project complete. Exzellent. Haben wir wieder gut gemacht, muss ich sagen. Haben wir wieder ganz toll gemacht. Jetzt gucken wir mal hier hin, weil hier wollten wir ja noch was bauen, ne? Hier hatten wir uns ja auf die Station geeinigt. Da sind wir aber gerade noch bei. Hier ist eine Constitution. Zentraler Schild, danach kommt die Schiffswerft dran. Und kann ich die? Nein, die kann ich nicht weiter verbessern. Die hat schon so ihren Höhepunkt erlebt, diese Station. Gucken wir uns mal das hier an. Hier ist offenkundig noch Platz für mehr. Hier könnten wir noch weitere Torpedowerfer. Und das Ganze wird verbessert. Und es gibt mehr hiervon und mehr davon. Das wird lustig. Doch, doch. Total. Wo ist Minus Korma? Ach ja, Rückenkopf. Ich erinnere mich dunkel. Da war was. Warp-Inhibitor, definitiv. Es wird zu einem der wichtigsten Planeten in unserer Föderation. Jetzt geht auch langsam das Dilithium aus und ich habe keinen blassen Schimmer, wieso. Was habe ich hier jetzt? Nochmal eine kleine Flotte. Ach, das ist ja schön. Die Lithium- und Ausbildungsoffiziere habe ich gerade Probleme. Dachte ich mir. Gut, dann rüsten wir jetzt mal hier die Industrie nochmal ein bisschen auf und die Forschung. Gehen hier auch nochmal einen Schritt weiter. Die Ferengi, die werden mit hoher Intensität eingegliedert. Je schneller ich die da habe, desto besser. Devron. Warp-Inhibitor hier verbessert. Ach, Verzeihung. Initiating communications. Immer diese Müdigkeit, ne? Ich brauche mehr Trinken. Okay, das ist jetzt eine 100.000er Flotte. Das finde ich irgendwie nicht so geil. We are ready. Ich meine, die wollen doch regelrecht Krieg, oder? Wie stark ist Bayor verteidigt? Was kann die Station? Nichts kann die! 22.000! Technology discovered. Bruder! Was machen die? Spiel die Ringe-Ringe-Reihe? Sonne leicht, Matrosen, wirklich.
Technology discovered. Wie kriegen wir das Blatt wieder gewendet? Zivile Schiffe, die werden jetzt erstmal verbessert. Hier die Flotte bauen wir aus. Hier haben wir eine stationiert, mit der könnten wir notfalls hier rüber. Wie stark sind die Basen hier? 48.000. 48.000, das ist eine Hausnummer. Ah, hier auch, also da wird sich so ungefähr bewegen. Wenn ich die jetzt aufteile, kann ich die dann bewegen? Okay, dann möchte ich sie gerne wieder aufteilen. Jetzt möchte ich sie auch wieder aufteilen. Kann ich dann dich noch da? Ja, guck mal an. Okay, die kommt mal mit nach hier. Davon hätte ich gerne noch mal eine. Die hier kommt mal mit nach Wolf 359. Technology discovered. Ich habe gehört, da könnte es Probleme geben. Ist nur so ein Gemunkel. Neue Schilder. Hier wird nämlich auch noch verbessert. Und ich hoffe wirklich inständig, dass wir hier nicht unbedingt aktiv werden müssen. Das ist ein Punkt. Ich habe wirklich ein bisschen Argschiss vor dem, was passieren könnte. Auch wenn es nur reine gedankliche Anstellung ist. Aber das könnte voll schwierig werden am Ende. Gegen Borg und Cardassianer zu kämpfen. Und am Ende müssen wir auch das Wurmloch hier verteidigen. Mit allem, was wir haben. Und das wird eine Menge sein. Ich werde alles aufbieten, was ich kann. Wobei auch das wahrscheinlich wieder zu wenig wird. Kann ich nicht loswerden. Was soll das? Warum kann ich denn das Schiff nicht? Ich kann die Excelsior nicht mehr loswerden. Socks wäre Note. Nehmen wir noch einen Leuchtenkreuzer der Curvey-Klasse mit rein. So,
hier haben wir immer noch die 100.000er Flotte. Da hat Bajor nicht... Bajor und meine Flotte haben nicht die geringste Chance dagegen, ne? Vielleicht, wenn ich die hier noch mit reinnehme, aber das wird dolle eng. Hier meine Basis hätte leichtes Spiel, aber die ist halt auch technisch wesentlich weiter vorne. Als das bisschen, was da so sonst so angeboten wird, ne? Okay, wir haben hier die Daystrom-Station. Die möchte ich gerne ausweiten. Und eigentlich möchte ich hier auch noch eine Deep Space Station bauen. Weil ich gute Laune habe heute. So, was haben wir hier noch Schönes? Haben wir schon wieder ein paar Schiffe gebaut? Nicht? Schade. Wirklich, wirklich schade. So, hier dauert es noch 7. Moment, ich möchte nur mal gucken, haben wir jetzt eigentlich noch was anderes erforscht? Nee, nee. Die hier wäre ganz nice. Die wäre jetzt sehr cool, wenn wir das natürlich machen könnten. Aber ich habe da so das Gefühl, das wird nicht ganz passieren. Ist wirklich nur so ein Gefühl. So, wir haben hier eine Basis von 90.000. So, was können wir hier noch? Nehmen wir das hier. Verteidigungssatelliten, haben wir hier nochmal ein bisschen was. Diese Basis hat die hat ein Schild. Cool. Cool, cool. Die wird jetzt verbessert. Da kommen noch ein paar Verteidigungssatelliten dazu. Hier haben wir ein paar Schiffe. Dann sind wir hier bei, sagen wir, 60.000. 110.000. 200.000 Angriffsstärke ungefähr. Pi mal Daumen. Aber das wird immer noch nicht reichen. Noch ein Schiff der Curry-Klasse. So. Zack. Yes. Sie verschlechtern ihre Beziehungen zu uns. Die mögen uns nicht. Die hassen uns regelrecht. Was sind denn das für kleine... Piep! Informationen sammeln. Sofort. Ich möchte alles wissen, was es zu wissen gibt. Die sind ja dreckig. Nicht nur, dass die Romulaner ein Problem sind. Nein. Wobei, die sind uns flottenstärkentechnisch unterlegen, ebenbürtig in der Technik. We are ready. Die Cardassianer sind uns bei beidem ebenbürtig. Und das Dominion? Ja, was soll ich sagen? Bei den Borg? We are the Borg. Ich will nicht drüber reden. Warum sind denn wir immer so grottig? So, normale Geschwindigkeit. Warp 9, Mr. Crusher. Und... Verlangsamen. Technology discovered. Ich hätte gern... die Nebula-Klasse und die Galaxy-Klasse. Die hätte ich gern beide.
Dann gucken wir uns in der Zeit mal unsere anderen Schiffchen an. Hier unser Forschungsschiff zum Beispiel. Da können wir jetzt hier die Olympic-Klasse nehmen. Und das Konstruktionsschiff kann jetzt... Ach, überlegender Konstruktor. Schön, 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 schön. Ich weiß nur noch nicht, wie uns das allen irgendwie weiterhilft. Muss ich gestehen. Hier, Forschung können wir hier noch gut gebrauchen. Sehr viel Forschung. Los geht's. So, hier die 13.000, die kommen nochmal damit hin. Nochmal ein Curry-Klasse-Schiff. Dann schauen wir mal, wo es uns hinführt, ihr lieben Kleinen. Eigentlich möchte ich die Flotte nochmal runter nach Cardassia schicken. Nach Bajor. Rein verteidigungstechnisch. Dafür bräuchten wir aber noch ein paar mehr Schiffe. Und ich weiß nicht, wie viel wir noch im Allgemeinen verkraften können. Kaufen wir hiervon noch was. Davon. Hiervon. Davon? Hier von Trillium D können wir voll viel verkaufen. Richtig? Richtig. Und dann könnten wir... Die Ambassado hat 540 Angriff. Nochmal ein Excelsior-Class-Schiff. Zwei Excelsior. Und Constitution 2. Die Flotte wird sich dann runter nach Bajor begeben und dazu bei der Defensive helfen, während sich der Rest darauf konzentriert, hier unten zu unterstützen. Also ich meine, die Erde ist relativ sicher. Wir haben hier, wir haben da, wir haben dort... Hier haben wir, da haben wir, überall haben wir irgendwas. Hier die Basis, die ist der Hammer. Ne? Mhm. So. Wir haben schon eine recht starke Flotte. Die wird aber nochmal einen Tucken stärker, habe ich so das Gefühl. Und das ist genau das, was wir jetzt brauchen. So, Pyjem haben wir schon wieder eine hohe Arbeitslosigkeit. Das finde ich nicht geil. Warum sind auf Pyjem immer alle arbeitslos? Die sollten mal was tun. So. Was haben wir hier? Die Borg haben... Die Borg haben den Klingonen den Krieg erklärt. Das finde ich nicht geil. Your species so thrives on im- Das ist nicht gut. Die grenzen genau hier an, ne? Genau hier. Das ist ganz übel. Ich habe halt hier auch nur eine Flotte von 50.000 stehen, ne? Oh, könnten wir mit diesen Kriegen an allen Fronten aufhören? Die gehen mir ja jetzt schon auf die Nerven.
Ich denke hier die ganze Zeit, ich kämpfe gegen die Cardassianer. Okay, jetzt haben sie da wirklich eine 100.000er. 70.000er. Das gefällt mir gar nicht. Was haben die hier? Die haben, naja, sagen wir 12.000. Bajor hat nochmal 5.000 im Angebot. Die kriegen sich nicht allein verteidigt. Vergiss es. Die zwei Flotten legen wir zusammen. Und die hier auch. Technology discovered. Luxusgüterproduktion wird angehoben. So, das heißt, wir haben jetzt hier 60.000. Das reicht nicht mal annähernd. Flüchtlingstransporte in Gefahr. Wir haben einen Notruf von zwei Transportschiffen erhalten, die eine Gruppe von Flüchtlingen an Bord haben, die zu einer Spezies gehören, die sich selbst die El Aurianer nennt. Sollen wir ein Schiff... Versucht eine Transaktion. Warum kommen mir die El Aurianer so bekannt vor? So, erstmal gucken, wo das Problem eigentlich liegt. Da hinten. Da habe ich Gott sei Dank... Hier eine Flotte. Aber die wird schon wieder nicht ausreichen. Ach, ist das ätzend. Ist denn das alles so ätzend hier? Ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht gewinnen. A fool in okay, die Klingonen greifen die Hock an. Ich bin auf mehreren Ebenen sehr verwirrt. Aber wenn das funktioniert... okay, ich ändere meine Meinung, da kommt eine 80.000er Flotte. Und ich habe keine Ahnung, ob die dem irgendwas entgegenzusetzen haben. Special Project complete. Wir versuchen eine Rettungsaktion. Okay. Wir nehmen sie auf unsere Heimatwelt auf. Das finde ich sehr solide. Das sollten wir tun. Das hier wird auch nochmal geupgradet. Wir brauchen jedes Upgrade, was wir kriegen können. Nein, keine 3-Jahres-Mission mehr. Himmel, Herrgott, nochmal. Keine Kraft für einen Fünf-Fronten-Krieg, ne? Log updated. Pass auf. Technology discovered. Wir machen das folgendermaßen. Hier werden erforscht. Die bleiben hier zur Verteidigung. Die
Und die kommen nach hier. Was wird da noch produziert? Die drei warten wir noch ab. Dann gehen die nach unten. Hier kommt nochmal eine Constitution 4-Klasse hin. Die soll diese Flotte unterstützen. Ich möchte, dass wir dem Borg irgendwas entgegenzusetzen haben. Wenn die hier ankommen. So. 39.124.000. Die sollte es theoretisch mit den Borg an sich aufnehmen können. Survey complete. Sekunde, das möchte ich mir nur kurz angucken. Okay, die Ferengi. Herzlich willkommen auf unseren Welten. Willkommen auf der Erde. Moment, was? Können wir mal ganz kurz darüber reden, wo das jetzt herkommt? Doch schon wieder ein zu viel. Okay, pass auf. Was haben wir hier? Wir haben, das markieren wir uns bitte mal kurz. Wo muss ich hin? Was ist passiert? Was ist Sachlage? Da ist irgendwas. Mhm. Dieses Ding ist ein Problem für uns, das sehe ich ein. Hab ich Flotten in der Nähe, die es damit aufnehmen könnten? Natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte bei mir auch irgendetwas glatt laufen? Ach, ich bin begeistert. Also, du wirst aufgerüstet, du wirst aufgerüstet. Handelszentrum wird aufgerüstet. Wir scrollen einmal nach unten, wir gucken uns nochmal kurz an. Die Ferengi haben hier viel getan. Das finde ich gut. Aber die sind halt nicht sehr clever. Der und der. Ansonsten. Trillium-Bergwerk, Trillium-Bergwerk. Das klingt gut. Das wird aufgerüstet. Nächster bitte. Was haben wir hier? Trillium, Trillium. Krankenstation, Handelszentrum, Bunkernetzwerk, heroisches Wahrzeichen und ja, davon hätte ich gerne noch ein bisschen was. So, was haben wir hier Schönes? Oh, Jevonit. Handelszentrum, Bunker. Heroisches Wahrzeichen. Das hier wird noch aufgerüstet. Was haben wir hier noch Schönes? Oh, Heimatmuseum, Handelszentrum, Grenzkrankenhaus. Trillium. Und ein Bunkernetzwerk. Das wird gut. Das kriegen die schon hin. So. Jetzt ist die Frage, jetzt müsste ich natürlich die Stationen hier im Allgemeinen nochmal ein bisschen umbauen. Denn ich brauche hier keine... Oh, wirklich, wer entwirft sowas? Solarmodul und hier hätte ich gern einen Handelsknoten drin. Was machen wir da rein? Orbitales Wissenschaftszentrum... Das ist okay, aber vielleicht ein bisschen too much für meinen Geschmack.
Hier wird schon umgebaut. Das ist ja auch völliger Blödsinn hier. Wer macht denn sowas? Leute, wirklich. Ach, jetzt habe ich wieder kein Geld mehr. Ach, Leute, bitte. Das können wir doch anders klären. Das hier ist was Vernünftiges. Himmel, Herrgott, noch eins. Wenigstens einer hat es verstanden hier. So, was haben wir hier? Ach, schon wieder. Wer macht denn sowas? Wirklich. Das kommt dahin, das kommt dahin. Hier kommt das hin und hier hätte ich gern Phaser. Das hier wird herabgestuft. Das hier wird herabgestuft. Das hier wird herabgestuft. Das können wir gerne so belassen. Einzige Änderung, mehr Solarmodule bitte. Danke. Das hier wird herabgestuft. Das hier wird herabgestuft. Das hätte ich gern herabgestuft. Das hier auch. Das hier können wir gerne so lassen, außer dass hier das geändert wird. Handelszentrum, zack. Orbitale Produktion klingt eigentlich ganz gut. Orbitales Wissenschaftszentrum und... ein zentraler Schildgenerator. Und der hier bekommt das und das und das. Wird auch nochmal verbessert. Hier sieht es schon ganz gut aus. Nur, dass wir hier einfach nochmal zweimal Solarmodule mit reinsetzen. Aber wir brauchen die Kohle langsam, ne? Vega sieht nach einer Sache aus, die von mir ist. Der hier scheint eine reine Kampfbasis zu sein. Wenn ich jetzt mal kurz auf Play gehe, dürfte das Ganze schon wieder besser aussehen. Jawohl. Wir machen überall ein bisschen Plus, außer natürlich bei Zeitkristallen und bei Energiecredits. Aber ich hätte das vollkommen okay. Passiert. So. Musik können wir wieder fortsetzen. Aber wir sind schon wieder völlig überzogen. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Wir schauen mal, wo uns diese kleine Krisensituation so hinführt. Wir haben so Aufreibungen an allen Fronten. Das finde ich eigentlich nicht gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitfiebern. Und ja, wir gucken mal, was passiert. Lebt lang und in Frieden. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.